Okay, Leute, die aktuellen One Piece-Geschehnisse sind der absolute Hammer. Wir haben einige Power-Ups zu besprechen. News von Oda selbst in Form der aktuellen SBS zu One Piece Band 101. Des Weiteren kommen natürlich auch eure Fragen zum aktuellen Kapitel und darüber hinaus, Leute. Wird ein spannender Podcast, also lehnt euch zurück. Los geht's. Ja Leute, was geht ab? Willkommen zu meinem neuen One Piece Podcast und wir müssen ja die Woche rumkriegen. Wir haben ja diese Woche Pause, für die, die es noch nicht wussten. Nächste Woche kommen erst die nächsten Spoiler und hier haben wir aber angesichts dessen sehr interessante News, Informationen aus der SBS zu Band 101 und darüber hinaus natürlich auch eure Kapitelfragen. Ich persönlich muss sagen, diese SBS, die ist sehr, sehr spannend, denn die enthüllt zwei große Sachen. Einerseits geht es um die Crew von Shanks und da würde ich sagen, beginnen wir auch direkt, denn Eiichiro Oda hat uns endlich die ganzen Namen von den, ich sag mal, Offizieren der Shanks Piratenbande gedroppt, bzw. enthüllt. Wir wussten ja so ein paar, zum Beispiel Lucky Roo oder Ben Beckman oder Yasop, ja, aber wir wussten natürlich nicht alle Namen und wir haben jetzt hier endlich mal die komplette, ich sag mal, Main-Flotte von Shanks. Die Flotte von Shanks im Allgemeinen, so sagte Oda, die ist natürlich viel, viel größer und jeder hat so seine Offiziere, bzw. seine, ich denke mal, so eine Art Divisionen, wie zum Beispiel bei Whitebeard oder bei den anderen Kaisern mäßig, dass die Leute da immer so eine große Truppe befehligen, ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass es dann irgendwann bei Ruffy auch so ähnlich sein wird mit der Strohhut-Großflotte. Jedenfalls haben wir Shanks, den kannten wir schon, Ben Beckman, Lucky Roo, Yasop, Lime Juice, meinte ich, kannten wir schon, ja, unter anderem dann Monster, Bong Punch, Building Snake, Hongo, Howling Gap und Rockstar, den kennen wir natürlich alle, den guten Roxy Zebek, ne, nein, Quatsch beiseite, aber das ist jetzt so im Großen und Ganzen die Crew von Shanks. Ich denke, wir werden über die Crew von Shanks im Allgemeinen natürlich eventuell über Film Red natürlich mehr erfahren. Das ist, glaube ich, so eine Sache, da freuen wir uns natürlich alle drauf und der Film, der kommt ja am 6. August nächstes Jahr ins Kino und ich hoffe dann auch direkt paar Tage später in der KZ Anime Night in Deutschland. Da halte ich euch hier auf jeden Fall auf dem Laufenden, Leute. Da werdet ihr definitiv hier direkt mit als erstes mit unterrichtet, wenn das soweit ist. Jedenfalls gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Nämlich hat Oda eine sehr, sehr, sehr interessante Sache zu Zorro gedroppt. Denn Eiichiro Oda hat sich zu drei Samurai geäußert, die dementsprechend damals mit Yamato in dieser Höhle waren. Und einer von denen war natürlich Shimotsuki Ushimaru und aufgrund der, ich sag mal, unglaublichen Ähnlichkeit zwischen Shimotsuki Ushimaru, einerseits auch über den Namen, über Ryuma hinweg und natürlich auch zu Zorro und das Aussehen her, das passt halt einfach unglaublich gut, ja, und hier hat sich natürlich in der Theorie die Frage gestellt, hey, könnte das eventuell der Vater von Zorro sein? Unter anderem jetzt neben dem Namen Shimotsuki auch das Aussehen, was unglaublich identisch ist Zorro gegenüber und natürlich auch das Zeitliche, was halt wie die Faust aufs Auge passt, ja, das Zeitliche hier, wo man sagen kann, hey, Shimotsuki Ushimaru könnte in der Tat der Vater von Zorro sein, denn Zorro müsste dann mit einem Jahr ungefähr von Wano Kuni geflohen sein, soweit war das ungefähr, wenn ich mich recht erinnere. Und hier hat Oda einfach gesagt, nö, er ist nicht der Vater. Aber was Oda hier hinzugefügt hat, ja, was sehr, sehr spannend ist, was sehr interessant ist, Oda sagte nämlich, hey, die sehen aber ziemlich ähnlich aus. Oder nicht, ja. Und dieses oder nicht lässt natürlich hier eine große Frage offen. Was für eine Verbindung haben die dann jetzt schlussendlich? Klar, okay, er ist jetzt nicht der Vater, aber irgendeine Verbindung scheinen die ja doch zu haben. Ja, natürlich, in One Piece ist alles durch das Schicksal gelenkt. Da Shimotsuki ist ein sehr großer Name, der im Schatten von Zorro steht. Und darüber hinaus die Sache mit Ryuma zum Beispiel. Ja, und Zorro, der im Shimotsuki Village groß geworden ist, beziehungsweise seine Kindheit gehabt hatte, dort sein Trainings, seine Anfänge mit den Schwertern hatte und so weiter. Das ist alles miteinander verbunden und ich persönlich glaube, die Sache mit Shimotsuki Ushimaru, die ist hier noch nicht zu Ende und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir hier definitiv noch den ein oder anderen Zorro-Flashback bekommen, wo wir das dann schlussendlich im Manga erklärt bekommen. Eiichiro Oda hat aber zu Shimotsuki Ushimaru gesagt, jo, ich will ungern mehr auf ihn eingehen, denn er selber sagt ja von sich, ich heiße nur, ja, mein Name ist so und so, ja, er will ja selber seinen Namen gar nicht preisgeben und das sagt Oda, hey, das müssen wir auch als Leser respektieren, ja, ziemlich komische Ansicht, ja, ich meine, Oda kann es ja so machen, wie er möchte, aber irgendwie ganz cool, dass er seine eigenen Charakter, die er erschafft, ja, dass er die so respektiert, dass er sagt, jo, wenn er das nicht möchte, dann müssen wir das so akzeptieren, aber die scheinen irgendeine Verbindung zu haben und ich bin mal gespannt, ob Oda diese Verbindung vielleicht doch nochmal irgendwann droppen wird. Vielleicht sagt er, hey, ich mache das jetzt noch nicht, weil es halt im Manga jetzt noch vorkommen wird irgendwann,
Ja, aber ich persönlich denke, und das hat Oda auch gesagt, die Namen dieser Charakter werden nicht mehr im Manga vorkommen oder gerade von Shimotsuki Yoshimaru, aber mal gucken, vielleicht kommen wir ja doch nochmal hinter diese Verbindung. Des Weiteren kommen wir mal zu was sehr, sehr Spannendem, nämlich reden wir über King, denn Eiichiro Oda hat über King eine Sache gezeichnet, die ich sehr spannend fand und die eigentlich sehr gut zum vorherigen Video, das ich zu King gemacht habe, dass er ein Kohlemensch ist und dadurch durch die Verhärtung ein Diamantmensch sein kann und so weiter, weil er ja kein Mensch ist, er ist ein Lunarier, er kann brennen und so weiter. Für die, die das Video noch nicht geschaut haben, schaut euch das Video gerne an, denn King scheint irgendwie keinen normalen menschlichen Mund zu haben, denn er ist mit seiner normalen Zoan Teufelsfrucht. Wir wissen ja, King, der überlebt in jeglicher Umgebung, das würde bedeuten, er braucht keinen Sauerstoff, er braucht keine Nahrung, ja, er braucht es halt einfach nicht, ja, er ist halt einfach King, so wie er ist, ja, und Lunarier, die scheinen das wohl nicht zu müssen, und hier hat Oda King gezeichnet, wenn er was essen müsste oder essen würde, und hier mit seiner Maske, hier ist King quasi mit seiner Zoan Teufelsfrucht. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich jetzt die Maske ist, King daran hindert, dementsprechend was zu essen, oder ob er wirklich in der Tat keinen Mund hat einfach hier, und oder das hier mit Absicht mit der Maske gemacht hat, ob er sagt oder ob er die Frage absichtlich so angenommen hat, ja, dass es nur an der Maske liegt. Ich bin gespannt. Es wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Hinweis, muss ich ganz klar sagen. Kann aber auch nur dumm auf Zufall sein, ja, kann natürlich auch sein, Leute, da will ich jetzt nicht zu sehr drauf rumreiten, und dann gehen wir zum nächsten Punkt. Ja, und der Punkt, der zeugt natürlich von Glück im Unglück, ja, denn Eiichiro Oda hat gezeichnet, was wäre, wenn die Smile-Teufelsfrucht von Killer Erfolg gehabt hätte. Wie würde er aussehen, Leute? Und ich glaube, viele von euch haben schon das Bild gesehen. Also, wir dürften, glaube ich, alle froh sein, dass er einfach nur seine Emotionen verloren hat. Das sehe unglaublich strange aus. Ja, Leute, Glück im Unglück. Sehr, sehr lustig. Natürlich hat Oda das ein bisschen mit Humor verpackt. Ist natürlich klar, Leute. Aber ich persönlich muss sagen, fand ich ganz cool, dass Oda das mal gezeichnet hat, dass wir die Frage halt einfach mal bekommen haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass hier unsere Doktoren wie Chopper, Law und so weiter da eventuell eine Lösung finden. Vegapunk, der ja auch das ein oder andere Mal hier erwähnt wurde, vielleicht steuert der auch hier so seine Sache mit dazu bei. Müssen wir abwarten, aber das war schon eine sehr heikle Situation. Okay, Leute, kommen wir zu euren Fragen in diesem Kapitel. Und die erste Frage lautet, bekommt Sanji noch das Königshaki? Und ich persönlich bin bei diesem Thema eigentlich relativ zurückhaltend. Ich persönlich bin halt einer, ich sage, hey, warum nicht? Ja, ich meine, die Crew von Roger zum Beispiel, die hat ja auch Unmengen an Königshaki-Nutzer. Ja, und warum denn nicht auch hier die Wings of the Pirate King? Ja, warum nicht Sanji auch? Ich meine, Zoro hat es, gönnen wir es doch Sanji auch. Ich persönlich finde, das wäre eine ganz coole Sache. Die Crew vom Piratenkönig muss nun mal die heftigste und die stärkste sein. Deswegen fände ich das gar nicht mal so bad, wenn Sanji ebenso das Königshaki bekommen würde. Ich meine, es wäre jetzt keine großartige Änderung. Sanji wird vermutlich mit dem Königshaki vieles besser machen können und noch stärker sein. Natürlich, gar keine Frage, aber das muss halt die Crew vom Piratenkönig, ist natürlich klar. Aber ich persönlich muss sagen, wir müssen ihn natürlich jetzt mal vielleicht mal ein bisschen zurückhalten. Es muss nicht in diesem Arc sein. Er kann sehr gut sein, dass vielleicht im Kampf gegen Blackbeard zum Beispiel erweckt oder so. Und Zoro hat es dann schon, ja, dass Sanji halt ein bisschen nachkommt. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, ich glaube, das würde niemanden irgendwie schaden oder sowas, ja. Und Leute, es gibt auch nicht zu viele Königshaki-Nutzer in One Piece. Da gibt es ja einige, die das immer so kritisch sehen, dass wir so viele haben. Aber wenn man das auf die ganzen Menschen in One Piece hochrechnet, wenn jeder Millionste einmal das Königshaki benutzt, ja, wir haben in der One Piece-Welt viele, viele, viele Charakter. Und natürlich treffen diese sich alle irgendwo in einem Zentrum der Welt, wo halt die Stärksten der Stärksten alle agieren. Das ist nämlich die Kaiser und so weiter. Da haben wir natürlich diese Königshaki-Leute. Und ich persönlich fände es noch cool, ja. Natürlich die Blitze in dem aktuellen Kapitel, das waren jetzt keine Königshaki-Blitze. Zumindest sind diese nicht nach dem normalen Muster, so wie wir sie kennen. Also die schwarzen Blitze, das waren nämlich helle Blitze. Ich persönlich bin mal gespannt, wo da der Unterschied gemacht wird, was das für Blitze sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Königshaki-Blitze sind, weil wir halt einfach bisher die Königshaki-Blitze immer in einem anderen Farbmuster gesehen haben, einem Farbschema etc. Deswegen bin ich gespannt, aber ich bin nicht abgeneigt zu sagen, hey, Sanji wird das Königshaki bekommen irgendwann eines Tages, ja, und selbst wenn es jetzt ist, weil I don't care, ja, ist mir egal, ja, kann gerne kommen. Ich bin ein großer Sanji-Fan, ich gönn's ihm von ganzem Herzen und ich finde das gar nicht mal so schlimm. Die Crew von Ruffy, die muss jetzt nachziehen, denn nach Wano Kuni, nach dem Kampf gegen Kaido, sollten sie gewinnen natürlich. Müssen die stärker sein, die müssen viel, viel stärker sein als davor, Leute. Das ist halt etwas, was definitiv erreicht werden muss. Und da ist halt das Königshaki einfach eine sehr, sehr gute Option, hier Sanji nochmal ein weiteres Mal zu pushen. Ich meine, der ist ja jetzt schon unglaublich stark geworden durch sein Power-Up. Aber hier nochmal das Königshaki dazu
das setzt dem Ganzen natürlich nochmal das i-Tüpfelchen auf. Ich persönlich bin ein Pro-König-Haki-Sanji-Duder. Ich persönlich sage sogar, hey, bei Sanji könnte man sogar nicht stoppen, ja. Vielleicht kriegt sogar noch Lysop, wäre eine ganz coole Sache. Gott Usopp, ja, der das König-Haki hat, ja, das wäre so eine ganz, ganz coole Sache. Und kleines Detail, was ich persönlich sehr, sehr feiern würde, ja, dass wir dann hier 4 König-Haki-Nutzer haben. Hey, warum denn nicht? Wäre eine ganz coole Sache. Yamato, wenn sie noch in die Crew kommt, ja, da hätten wir so diese Parallele zu Roger. Der hat ja auch, ich meine, 5 ungefähr. Ja, natürlich mit Bullet oder nicht mit Bullet. Da ist natürlich die Frage, ist Filler oder nicht Filler? Sollte Filler sein. Aber im Großen und Ganzen ist halt diese Königshaki-Debatte immer einerseits sehr spannend, ja, weil das Königshaki an für sich ja immer für was Krasses steht. Ja, und Sanji ist nun mal was Krasses, Leute. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber ich bin gespannt, wie Oda das hier handeln wird. Ich wäre auf jeden Fall dafür. Kommen wir zur nächsten Frage. Und die nächste Frage lautet, wann kommt der Flashback zu Kaidos Crew? Und das hatte ich ja in meiner Review schon gesagt. Eiichiro Oda liefert hier in diesen Kapiteln immer mehr Steilvorlagen. Einerseits mit den Lunaria, ja, die Sache mit Queen und Sanji, wo Sanji ja gefragt hat und Queen selber, die wurden ausgelöscht und so weiter. Queen sät hier sehr, sehr viele Fragen und natürlich auch darüber hinaus über Queen selber, ja. Wie ist sein Körper so geworden, wie er ist, ja. Wie hat er die Fähigkeiten der Germa, ja. Die Verbindung müssen wir natürlich in dem Flashback haben. Generell, wie die Crew von Kaido sich gebildet hat, aufgebaut hat mit diesen ganzen Menschenexperimenten, diese Dramaturgie, die da in dieser Crew herrscht, die da wirklich weit vergraben ist, ja, wo wir wirklich das Ganze noch ausbuddeln müssen. Ja, dieser Flashback, der muss eigentlich kommen. Vom Dramaturgischen her macht es keinen anderen Sinn, als dass dieser Flashback kommen muss. Er muss jetzt kommen. Also Leute, das ist etwas, was definitiv passieren wird, denn in diesem natürlichen Verlauf eines Kampfes, wir haben jetzt Sanji mit Momentum, wir haben Zoro mit Momentum, ja, wir haben generell die Allianz so ein bisschen mit Momentum, dann kommt ein Flashback des Gegners, ja, also hier Kaido und so weiter, um halt dieses Momentum zu drehen, denn Sanji, Zoro und so, die sind noch lange nicht beim Sieg, die werden jetzt nicht King oder Queen besiegen. Queen wird zum Beispiel wieder aufstehen, dasselbe gilt auch für King, wenn Zoro jetzt hier mit seinem Königshaki, Advanced Königshaki, Power-Up vermeintlich, ja, wir wissen das noch nicht ganz genau, aber wenn er jetzt hier King irgendwie verletzen kann oder ihn eine dicke Attacke drücken kann, ja, dann wird King auch nach diesem Flashback nochmal aufstehen und er kriegt das Momentum und wird dann nochmal ein Power-Up zeigen und das muss Zoro dann wieder übertreffen. So ist halt der natürliche Verlauf in einem normalen Plot, in einem normalen Kampf, ja, wenn man dramaturgisch da rangeht. Deswegen denke ich, wird dieser Flashback definitiv kommen. Es wäre sehr schade, wenn keiner kommen würde, weil dann die ganze Energie und die ganze Intention von Kaidos Crew verfallen würde, ja, man hätte dann nicht den Grund, wieso, weshalb, warum, ja, das ist somit das Wichtigste, dass das immer hinterlegt ist und das ist immer sehr, sehr gut in einem Flashback umsetzbar und das würde so halt dementsprechend hier fehlen und ich kann mir nicht vorstellen, gerade wenn wir hier von Oda sprechen, der einer der Mangaka ist, die immer alles bis ins kleinste Detail geplant haben und schon Jahre zurück geplant haben, die hier kein Flashback droppen, das kann ich mir nicht vorstellen, Leute, und ich persönlich sehe diese kleine Rocks-Rückblende, ja, mit Kaido als junger Dude und so mit Odin, ja, oder diese kleinen Ausschnitte, die wir da hatten, das sehe ich nicht als komplett Flashback, Leute, das war ja vor der Zeit, aber ich bin gespannt, wie das Oda hier handeln wird. Es wird definitiv kommen und darauf freue ich mich ungemein. Kommen wir zur nächsten Frage und die nächste Frage lautet, wie konnte Sanji Queen eigentlich sehen? Der war ja unsichtbar und wenn wir das Ganze ganz logisch betrachten und das ist eigentlich sehr einfach zu beantworten, ne? Der Raid-Suit von Sanji oder generell der Raid-Suit, der funktioniert so, dass er Licht biegt, ja, sodass er unsichtbar ist, zumindest wurde das anders erklärt. Es wurde nämlich so erklärt, dass der Raid-Suit oder die Fähigkeit Black Stealth sich einfach nur wie ein Chamäleon im Hintergrund anpasst, dass es halt einfach unsichtbar aussieht, obwohl er nicht unsichtbar ist, ja. Und ich persönlich denke, das mit dem Lichtbiegen wäre natürlich viel krasser, aber Sanji hat natürlich ein unglaublich krasses Vorahnungshaki, deswegen hat er ihn gesehen oder gemerkt, gespürt, wie auch immer. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Sanjis Vorahnungshaki ist auf einem unglaublichen Top-Level. Ja, man hat Sanji vermutlich nicht gemerkt oder gesehen, als er unsichtbar ist. Einerseits wegen seiner Geschwindigkeit und natürlich, weil er vermutlich seine Aura durch sein erweitertes Königshaki, verstärktes Königshaki einfach unterdrücken kann. Ja, dass er sein Haki dementsprechend oder seine Präsenz nicht zur Schau stellt, dass er das mit Absicht macht, dass er gar nicht aufgespürt werden kann. Deswegen glaube ich ja immer noch fest daran, dass Sanji Katakuri hier einfach dodgen konnte und Katakuri das überhaupt nicht gesehen hat. Ja, also deswegen, ja, Sanjis Vorahnungshaki ist nicht zu unterschätzen, das ist unglaublich stark. Es kann sogar auch sein, dass das Vorahnungshaki auf dem Level von Ruffy sogar noch krasser ist, ja. Natürlich mit der Future Sight müssen wir mal gucken, ob Sanji das besitzt. Ich persönlich wäre da aber ein großer Fan von, aber so die Frage und ich denke, die ist dann damit beantwortet. So hat er Queen quasi gesehen oder erfasst oder erahnt. Ja, es ist
einfach sein Vorahnungshaki gewesen. Kommen wir zur nächsten Frage und diese lautet: Meinst du, Sanji bekommt blaue oder eher schwarze Flammen wegen seinem Namen Schwarzfuß Sanji? Und ich persönlich denke, der Name Schwarzfuß, der passt schon so, wie er ist, denn er hat ja immer schwarze Schuhe und meistens immer eine schwarze Hose und dann noch wegen dem allgemeinen Haki, Rüstungshaki, dass wir dann da irgendwann Schwarzfuß Sanji haben. Aber es kann natürlich ein Hint sein, ein Hinweis, ja, dass er quasi dementsprechend die Flammenfarbe ändert. Ja, mein erster Gedanke war halt die blaue Flamme, ja, durch die größere Konzentration der Hitze. Ja, natürlich, ich habe jetzt nicht so die krasse Ahnung da von der Physik, aber so eine blaue Flamme heißt ja immer etwas Besonderes. Ja, das hatten wir zum Beispiel bei Avatar, Herr der Elemente, dass da zum Beispiel Azula, für die kennen, ja, die Schwester von Prinz Zuko, die hat ja auch mit blauen Flammen gekämpft. Da hieß es, jo, die hat die bessere Atmung, ja, die Flammen sind viel besser mit Sauerstoff versorgt und so weiter. Ja, also so eine blaue Flamme symbolisiert schon was, ich sag mal, ranghöheres als jetzt eine rote Flamme. Es ist vielleicht besser konzentriert oder sonstiges, aber so schwarze Flammen hätten natürlich auch was. Ja, Schwarzfuß Sanji mit schwarzen Flammen, aber wie soll man diese schwarzen Flammen hinkriegen? Ja, vielleicht mit dem Königshaki, Advanced Königshaki, keine Ahnung. Ich persönlich muss sagen, es ist mir eigentlich egal, es wäre aber cool, wenn man das so als Fanservice machen könnte. Wäre eine ganz coole Sache. Ich bin aber gespannt, wie man das hier machen wird, wie Oda das handeln wird. Oder ob er sagt, nee, wir lassen die Flammen einfach Flammen sein und die bleiben trotzdem immer gelb-rot oder so. Wäre aber eine ganz coole Sache. Ich meine aber halt diese Blitze und dies oder das, da sollte schon was Spezielles kommen. Ich meine, die Blitze sind jetzt auch dazu gekommen, deswegen, warum denn nicht auch eine andere Farbe? Wäre da einfach nice, Leute. Sind wir ganz ehrlich, wäre eine coole Sache. Gerade im Anime sähe das ganz cool aus. Und man hätte auch deutlich eine visuelle Sichtweise auf gewisse Kampfstrategien oder Kampfstufen. Natürlich haben wir die Namen der Attacken, aber man würde es auch visuell sehen. Ja, ein Ruffy oder ein Ruffy in einem Gear 2 oder Gear 4 oder so. Man sieht, dass er sich da ein bisschen mehr anstrengt oder ein bisschen mehr in diese jeweiligen Attacken steckt. Ja, und das wäre hier bei Sanji eigentlich auch eine ganz coole Sache, dass man das so visuell ein bisschen sehen könnte. Bei Zoro haben wir auch zum Beispiel mit dem Rüstungshaki und jetzt auch mit diesen Blitzen. Bei Sanji haben wir natürlich jetzt auch diese Blitze, aber so eine andere Flammenfarbe wäre schon eine sehr, sehr coole Sache. Kommen wir zur nächsten Frage und die nächste Frage lautet: Kommt noch eine Niederlage? Und das ist ja Arc 3 zu verschulden oder Arc 3 zu oder hinzuzuschreiben. Ich persönlich muss sagen, aktuell haben wir halt nun mal dieses Momentum und Momentum neigt immer sehr, sehr stark dazu zu kippen. Ja, Leute, das ist etwas, was ich schon in diesen ganzen Jahren und jetzt in Real Flags, ja, Manga lese, Anime schon, wie auch immer, ja, was man so ein bisschen gelernt hat. Ja, so, wenn jemand Momentum hat, ja, und der Sieg nicht wirklich zum Greifen nahe ist, ja, dann ist es halt so, dass dieses Momentum sehr stark dazu neigt, dass dieses Momentum einfach kippt, ja, und dass sich das umkehrt, gerade weil wir ja noch keinen Flashback hatten, wie ich eben erklärt hatte, warum dieser Flashback kommen wird und kommen muss, ja, deswegen so eine Niederlage. Ob es jetzt nochmal so eine krasse Niederlage ist, ja, das ist natürlich jetzt so auf diesen Schultern von Arc 3, ich sag mal, oder das trägt diese zur Last. Ich persönlich bin da gespannt, ob Oda dieses Schema des Kabuki-Theaters durchzieht, ob er sagt, okay, Arc 3 ist der Akt der Tragödie, aber eine Tragödie kann ja anderweitig, ich sag mal, erklärt oder gerechtfertigt werden. Es muss ja nicht unbedingt die Niederlage von Ruffy und Co. sein, von der Allianz oder so. Es kann ja eine komplett andere Tragödie sein. Vielleicht ist diese Tragödie auch der Flashback von Kaido, ja, dass wir wirklich erfahren, was der durchmachen musste, was er erlebt hat und so weiter, was halt vielleicht die Tragödie ist, wo wir dann im Nachhinein, ja, und das traue ich Oda sehr gut zu, wo wir im Nachhinein alle verstehen werden, warum Kaido so ist. Wir werden Kaido dementsprechend dann vielleicht sogar auch respektieren, warum er das getan hat, warum er, was er getan hat. Ja. Das wäre eine unglaubliche, heftige Sache. Fände ich ganz cool, wenn Oda es schaffen würde, die Leserinnen und Leser dann dementsprechend zu trimmen, dass wir dann vielleicht sogar Mitleid mit Kaido haben. Das wäre eine krasse Sache, aber die Tragödie, die ist natürlich immer im Hinterkopf, Leute, und die sollten wir im Hinterkopf behalten. Deswegen nicht zu sehr in Sicherheit wiegen, ist natürlich immer sehr, sehr schwierig oder sehr, sehr gefährlich, wenn man das tut, aber ich persönlich denke, diese Niederlage, die wird, wenn überhaupt, dann nach dem Flashback kommen und diese Niederlage, die muss nicht zwangsläufig hier darin enden, dass die Strohbande oder generell die Allianz hier niedergeschmettert wird. Kommen wir zur letzten Frage und diese lautet: Wann sehen wir den Kampf Ruffy vs. Kaido wieder? Denn die kämpfen ja die ganze Zeit und die Frage ist natürlich sehr, sehr berechtigt. Da haben wir schon jetzt noch einige Kapitel nicht gesehen. Klar, wir haben mal so einen kleinen Ausschnitt gehabt, aber ich persönlich glaube, Oda konzentriert sich jetzt erst einmal auf den Kampf Sanji, Zoro gegen King und Queen und wir werden dann irgendwann eventuell, so stelle ich mir das vor, einen Switch zu Kaido und Ruffy machen. Dann sehen wir mal, was da aktuell abgeht, ja, wie Ruffy und Kaido irgendwie reden oder sowas. Und dann
kann ich mir sehr gut den Flashback vorstellen, dass dieser kommen wird. Aber der Kampf Kaido vs. Ruffy, der wird natürlich jetzt so nebenbei behandelt, weil der natürlich das dicke Highlight ist, ja, das Ende. Also wirklich das allerletzte, was in diesem Arc generell passieren wird, ist halt, dass dieser Kampf da zu Ende geht. Natürlich jetzt abgesehen von der Party und so, die danach kommt, wenn die gewinnen. Ja, die Betonung liegt auf wenn. Jedenfalls hält Oda diesen Kampf natürlich mit Absicht zurück, damit wir so dieses Highlight ganz zum Schluss haben werden. Ist natürlich klar, man hebt sich immer das Beste zum Schluss auf. Ist natürlich vollkommen verständlich, Leute. Und ich denke, somit sind dann alle Fragen soweit von euch beantwortet. Ja, folgt mir gerne auf Instagram. Dort könnt ihr mir dann immer diese Fragen stellen, falls ihr mal eine Frage habt, die in dieses Video kommen soll oder in diese Podcast kommen soll. Und wenn die Frage nicht komplett lost ist oder so, wenn die interessant ist, dann kommt die auch auf jeden Fall vor, Leute. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und dann bitte ich erstmal raus. Lasst gerne ein Abo hier auf dem Kanal da. Ja, dann erfahrt ihr natürlich die aktuellsten News, Spoiler etc. Ja, ich halte euch stets auf dem Laufenden und vielen Dank für euren Support. Ich bin erstmal raus. Ich wünsche euch einen entspannten Sonntag, Leute. Macht's gut. Bleibt mir gesund auf jeden Fall. Guten Start in die nächste Woche. Haut rein. Ciao und tschüss.